Es heißt, alle Wege führen nach Rom. Eines ist sicher. Kommt man in der ewigen Stadt an, steckt man erst einmal im Verkehrschaos. Knatternd unterwegs und im Gepäck ein Geschenk für den Papst. Gelb und rot ist die Liebe. Die Leidenschaft eines Tifosi für prominente Hände und kickende Füße. Auf der Suche nach versteckten Orten. Kämpfen wie die Gladiatoren und schlemmen wie die Senatoren. Rom, einfach kolossal. Die imposanten weißen Marmorstatuen des Piazza Navona sind bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv. Dieser Mann mag es farbenfroher. Ob privat als Fußballfan oder beruflich als Goldschmied. Dante steht auf Gelb-Rot, die Farben seiner Heimatstadt Rom. Ciao, io sono Dante Mortet. Faccio le mie sculture rosse di cera e gialle quando sono d'oro. Unterhalb des Torre del Chimia, zu Deutsch Affenturm, liegt Dantes Arbeitsplatz. Eine historische Goldschmiede, zu deren Kundschaft auch der Vatikan zählt. Hier wird noch mit traditionellen Werkzeugen gearbeitet. Die nennen wir Ciselli. Und das hier ist die Mazzetta. Das sind alles Originalwerkzeuge, wie sie schon vor 500 Jahren verwendet wurden. Auch mein Kittel. Den gleichen hatte schon mein Großvater an. Dante ist stets mit Feuer und Flamme bei der Sache. Goldschmied ist sein Traumberuf. Seine zweite große Leidenschaft gilt dem Fußball. Lange suchte er nach einer Möglichkeit, wie er Kunst und Fußball sinnvoll verbinden könnte. Begonnen hat alles mit dem Nachbau von Pokalen, die die Spieler gewonnen haben. Ich habe sie angefertigt, sie stellten sie sich in ihre Wohnzimmer und so lernte ich viele Fußballer kennen. Aber ich wollte irgendwie etwas Eigenes machen, etwas Persönliches, wie Skulpturen der Füße berühmter Spieler. Fußballer sind doch die Gladiatoren der Neuzeit. Stellt euch eine Skulptur des Fußes von Gerd Müller oder von Beckenbauer vor. Das ist mein absoluter Traum, eine Fußskulptur von Franz Beckenbauer. This is my dream, Beckenbauer feet, your image, fantastic. Dantes Idee entwickelte sich weiter und über die Jahre entstand das Projekt Mano Artigiana, die Hand des Handwerkers. Ein gewisser Quentin Tarantino machte den Anfang. Bei den Dreharbeiten zum Film The Hateful Eight nahm Dante einen Gipsabdruck der Hände des Kultregisseurs, füllte diese mit rotem Wachs auf und verwandelte sie in monatelange Arbeit zu einer goldenen Skulptur. Schnell sprachen sich die Hände des römischen Künstlers herum. Alle wollten eine Skulptur, von Kurt Russell über Gary Sinise und Samuel L. Jackson bis Martin Scorsese. Dein Mano Artigiana ist ein tolles Projekt. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Wirklich beeindruckend. Ich wünschte, ich könnte sowas machen. Es ist eine wundervolle Arbeit. Und es ist schön, diese bekannten Leute kennenzulernen. Besonders, weil ich sie hinter den Kulissen treffe. Kaffee kochen mit Robert De Niro zum Beispiel. Dante kennenzulernen und an diesem schönen Projekt mitzuwirken, war toll. Es war mir eine Ehre, mit ihm zu arbeiten.
Oder Angelica Houston, mit der ich im Garten Tee getrunken habe. Und ich hatte die große Ehre, mit Kirk Douglas, der ein großartiger Schauspieler war, ein Lied zu singen. Diese Vertrautheit mit berühmten Menschen hat mir Selbstvertrauen gegeben, das Bewusstsein, dass meine Arbeit Bedeutung hat. . 2019 erfüllte sich Dante einen Kindheitstraum. Er reiste nach Brasilien, um den großen Pelé zu treffen. Die Füße von Pelé herzustellen, war schon eine tolle Sache. Und ich habe das große Idol meiner Kindheit getroffen. Aber als ich bei ihm war, hatte ich immer seine Hände im Kopf. Pelé hat mit ihnen immer die Zehen geformt. Davon wollte ich unbedingt eine Skulptur machen, um zu erzählen, dass er die Nummer 10 in eine neue Dimension befördert hat. Die Füße zahlte er, die Hände gab's gratis. Wie jede Stadt in Italien behauptet natürlich auch Rom, das kulinarische Zentrum des Landes zu sein. Im Erboketto geht es tierisch zu. Ciao, sono Alessandro d'Erboghetta a Roma. E a Roma il maiale vive da porco e finisce in porchetta. Ciao. Questa è una storia da raccontare. Può andare bene. Zusammen mit seinem Sohn betreibt Alessandro Fioravanti den rustikalen Imbiss in der Nähe des Hauptbahnhofes. Ein schweinisches, jedoch kein leichtes Unterfangen. Zuerst musst du das Schwein fangen. Die werden zwischen 60 und 70 Kilo schwer. Dann werden sie geschlachtet, ausgeweidet und entbeint. Und man ist schon auf halbem Weg zum fertigen Produkt. Noch etwas mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Rosmarin würzen und dann lange schmoren. Wie auf dem Bild hier. Auf eine Stange gebunden und ab in den Ofen mit dem Schwein. Porchetta ist sozusagen die italienische Variante des Spanferkels. Ein einfacher, aber urrömischer und biologischer Snack. Die Familie, von der wir das Fleisch bekommen, arbeitet seit 95 Jahren nur für uns. . 1890 eröffnete die Familie Fioravanti das Erboketto. Seitdem hat sich nicht viel verändert. Die meisten Gäste sind Stammkunden. Ein Porchetta Panino, bitte. Nur eins? Sieht lecker aus und es macht stark. Du nimmst zwei, oder? Seit 6 Generationen, ich bin die 5., die 6. ist mein Sohn, essen und verkaufen wir nur Porchetta, Brot und Wein. Wir sind als Einzige übrig geblieben. Lokale wie diese gibt es so gut wie nicht mehr. Wir pflegen aber die Tradition und führen unseren Laden weiter. Man muss so etwas erhalten, so gut es eben geht. Sag doch mal Salute zu unseren Freunden in Deutschland. Zur Mittagszeit stehen die Leute vor dem winzigen Restaurant Schlange, obwohl Alessandro komplett auf Werbung verzichtet. Nein, ich empfehle niemandem den Verzehr von Porchetta, sonst reicht das ja nicht mehr für alle. Ist schon okay, darauf zu verzichten. Aber man verpasst auf jeden Fall etwas. Gemüse ist eine gute Sache. Aber auch Fleisch ist was Feines. Ich bevorzuge das Gleichgewicht. Zurzeit ist vegan angesagt, aber das ist wie bei der Mode. Wenn morgen alle wieder Fleisch essen, essen alle wieder Fleisch. Man merkt das jetzt schon. Sonntagmorgen im Arbeiterviertel Gabatella.
costa la metà. Lo dice il venditore di felicità. Das Viertel südlich des Zentrums ist die Heimat der Fans des Fußballclubs AS Rom. Als Anhänger von Lazio sollte man sich hier besser nicht blicken lassen. Dante, sein Sohn Lorenzo und dessen Kumpel Flavio sind auf dem Weg zu einem alten Bekannten. Ich habe es eben schon gelesen. Treffpunkt in Gabatella. Paolo Moggia ist hier eine Legende. Seit Jahrzehnten kümmert er sich um den Kicker-Nachwuchs des Viertels. Das Ziel der Truppe? Der Bolzplatz von Gabatella. Hier hat sich im Jahr 1950 Historisches ereignet. Die Mannschaft des AS Rom galt damals als unbesiegbar. 12 oder 13 zu 0, jeder Club kassierte gegen sie deftige Niederlagen. Aber die Mannschaft von Gabatella schlug den AS Rom hier auf diesem Platz 2 zu 1. Der Präsident des Clubs spendierte daraufhin jedem Spieler 1000 Lire. Ein historischer Moment. Besonders am Tag des großen Derbys zwischen dem AS Rom und Lazio wird diese Geschichte immer wieder gerne ausgepackt. In Gabatella sind fast alle Bewohner Fans des AS Rom. Die Menschen, die hier seit 100 Jahren leben, kommen aus dem Zentrum und wurden hierher umgesiedelt. Sie sind sozusagen die wahren Römer und unterstützen natürlich den AS Rom. Für uns ist das Derby immer ein wichtiger Tag, denn hier geht es nicht nur um Punkte und den Tabellenplatz. Es ist eine Frage der Ehre. Hier in Gabatella spürt man wenig vom touristischen Trubel rund um das Kolosseum. Die Menschen in der Nachbarschaft kennen einander und die Kinder vergnügen sich beim Passo Volante, einem alten römischen Spiel, das Schaukeln und Fangenspielen vereint. Die Smartphone-Generation spielt die gleichen Spiele, die schon mein Vater und ich gespielt haben. Heute wie gestern spielen sie Passo Volante. Das ist großartig und typisch für unser Viertel. In ganz Rom findest du so etwas nicht mehr. Nur noch hier in Gabatella. Klasse, das hast du gut gemacht. Nur noch eine Stunde bis zum großen Derby. Ciao, Süße. Sag mal Forza Roma. Ciao. Ciao. Forza Roma. Lazio. No, non muori. Nein, sag sowas nicht. Ach komm, ich bin dir doch sympathisch. Oh, danke, du bist klasse. Und dann das noch. Wechsel die Farbe, das ist nicht schön. Ich werde ihn streichen. Aber bitte gelb-rot. Also, wie sagt man? Forza Roma! Rom ist berühmt für seine unzähligen Sehenswürdigkeiten. Abseits der Touristenströme möchte eine junge Deutsche die Stadt erkunden. Ich bin Sabrina Nickel und ich möchte heute Orte in Rom entdecken, die es in keinem Reiseführer zu finden gibt. Als Online-Journalistin und YouTuberin kommt Sabrina viel in der Welt rum und gibt ihren Zuschauern dabei gerne Tipps und Empfehlungen. Ciao. Ich hätte gerne eine Granita mit Sahne. Und eine Aragosta mit Nutella und eine mit weißer Schokolade. Hey, Mambo.
Das Café Sant'Eustachio liegt nur 2 Minuten vom Pantheon entfernt und entzieht sich doch dem Trubel. Das ist für mich das italienische Leben. Hier schmeckt der Kaffee natürlich noch mal ganz anders als in Deutschland. Und gerade mit dem italienischen Flair ein Traum. Besitzer Raimondo arbeitet seit über 40 Jahren als Barista und ist Kaffeeexperte aus Leidenschaft. Der Kaffee kommt grün aus dem Herkunftsland. Er ist schon sortiert. Dann werden die Bohnen bei uns auf Holz geröstet, wie man es früher gemacht hat. 200 Grad für 20 Minuten. Wir mischen dann die verschiedenen Sorten zusammen und bereiten die berühmte Miscela vor. Es ist unsere eigene Mischung und das seit 1938. Es kommen nur Arabica-Bohnen rein und nur solche aus den guten Herkunftsländern. Aus seiner Miscela zaubert Raimondo kalorienreiche Köstlichkeiten. Sabrina gönnt sich noch einen Nachschlag. Grazie. Für mich ist das Rom, denn es ist nicht an einem der touristischen großen Plätze. Es ist in einer Seitengasse und ein bisschen versteckter. Und dadurch trifft man tatsächlich auch die wirklichen Italiener und bekommt das italienische Flair mit. Noch schnell ein Foto für die Follower. Für sowas hat dieser Mann keine Zeit. Ciao. Mi chiamo Giuliano Janiro e ho donato un insetto al Papa. Im Vorort Casalotti, in einem unscheinbaren Gebäude, führt Giuliano eine kleine, aber extrem feine Werkstatt. Sein Sohn Adriano hilft ihm, wo er kann. Der Dottore Vespa, wie seine Freunde ihn nennen, hat sich europaweit einen Namen als Restaurator gemacht. Alte Vespas zu reparieren, löst in mir große Emotionen aus. Ich habe schon als kleiner Junge an zwei Rädern rumgeschraubt. Mit 14 habe ich dann mit dem Fahrrad Ersatzteile ausgeliefert. Und das verdiente Geld wurde fleißig gespart. Immer mit einem klaren Ziel vor Augen. Ich habe dann diese Werkstatt hier gefunden und 1978 ein paar Kurse bei Piaggio belegt. Die haben mich endgültig mit dem Vespa-Fieber angesteckt. Es hat mich voll erwischt. Giuliano! Was gibt's? Buongiorno. Hallo, alles okay bei dir? Alles gut. Der Ständer funktioniert nicht richtig. Schau dir das an. Der ist aber krumm. Die Halterung muss komplett gemacht werden. Und ein neuer Ständer. Bis wann kannst du das machen? Bis morgen. Ciao, dann sehen wir uns morgen. Ciao, grazie. Diese Vespas zu erhalten ist wichtig. Sie sind ein Teil Italiens, ein Teil unserer Geschichte. Die Vespa ist längst eine Ikone. Als der Film Ein Herz und eine Krone rauskam, explodierten die Verkäufe von Piaggio. Davor steckte die Firma in der Krise, doch nach diesem Kultfilm wollten alle eine Vespa. Filmemacher und die Werbebranche verliebten sich in die kleine Wespe. Und auch Giuliano profitierte sichtlich. Überall sah man plötzlich wieder Vespas, vor allem in der Werbung. Sie ist stark. Eine Vespa kaputt zu kriegen, ist fast unmöglich. Auch Giulianos Roller wurden in Szene gesetzt.
Im Musikvideo 24 mille baci der Sängerin Eileen Prandi. Die rasende Reporterin Sabrina ist auf dem Weg zu ihrem nächsten Stopp. Einer ganz besonderen Location direkt am Meer. Das ist so eine alte italienische Burg oder ein Schloss. Das ist eine extrem besondere Location und ich freue mich vor allem, dass es angeblich innen renoviert ist. Von außen hat es aber noch den alten italienischen Charme. Und da ist jetzt ein Hostel drin und das checke ich jetzt mal aus. Das Castello di Santa Severa ist über 1000 Jahre alt und wurde nach einer jungen Märtyrerin benannt. Vor 2 Jahren wurde die Burg renoviert und Teile zu einem Hostel umgebaut. Willkommen im Hostel. Das ist Ihre Karte. Gibt es etwas, das ich mir unbedingt ansehen sollte? Ja, den Turm draußen. Das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Wunderbar. Vielen Dank. Der sogenannte Sarazenenturm ist der älteste Teil der Burg. Er diente als Aussichtsposten, um vor nahenden Schiffen zu warnen. Heute kann man von hier die unvergleichliche Aussicht über Rom und die Region Latium genießen. Der Aufstieg war ja schon ein bisschen härter, vor allem in der prallen Sonne. Aber wenn man überlegt, dass ich hier das Meer direkt vor meinen Füßen habe, den Blick auf Rom und insgesamt einfach alles sehe und kein anderer Tourist hier ist, das hat sich wirklich richtig gelohnt. Sabrina möchte noch mehr über die Burg erfahren. Da weiß niemand besser Bescheid als Gianfranco Cucciarelli. Welcome. Thank you. Hello, my name is Gianfranco. You can tell du kannst mir mehr über diesen Ort und seine Geschichte erzählen, oder? Ja, klar. Wir können hier gleich anfangen. In dieser Höhle kannst du Gesteine aus 3 verschiedenen Epochen sehen. Aus der römischen Zeit, aus dem Mittelalter. Und diese 2 Steine sind aus dem Jahr 1964. Bereits die Etrusker errichteten an diesem Ort ein Lager. Erst später wurde daraus eine Burg inklusive Kirche. Als die Arbeiten für die Abwasserleitung angefangen haben, hat man bei Ausgrabungen eine perfekt erhaltene alte Mauer gefunden. Das war die Apsis, der Grundraum der Kirche. Zurück in Rom. Gleich ist es soweit. Das große Derby zwischen dem AS Rom und Lazio steht bevor. Dantes Truppe steuert die Bar dei Cesaroni an. Ein Tempel für alle gelb-roten Tifosi, mitten im Viertel Garbatella. Ich unterstütze den AS Rom, weil ein großer Teil meiner Familie Roma-Fans sind. Und außerdem... Was meinst du mit großer Teil? Kein großer Teil. Alle in der Familie. Oh, Family! Grazie, va, scusa, eh? Sorry, but this is... Also, ich bin für AS Rom, weil alle in meiner Familie Roma-Fans sind. Wir lieben die Gelb-Roten, respektieren aber auch die Blau-Weißen. Fürs Derby gebe ich lieber keinen Tipp ab. Da bin ich abergläubisch. Alle Größen des Vereins haben sich in der kleinen Bar verewigt. Gaetano, der Präsident des Fanclubs, kennt sie alle. Sehr emotional. Diese Partie bedeutet viel für uns Roma-Fans. Aber das geht denen von Lazio genauso. Noch 5 Minuten bis zum Anpfiff. Die restlichen Verwandten trudeln ein. Dante ist sichtlich nervös. Komm, sag mal, Forza Roma. Forza Roma. Los geht's, lass uns reingehen. Im Keller der Bar steigt die Vorfreude der eingefleischten Fans, gleichermaßen aber auch die Anspannung.
Wie Dante schon sagte, es geht um die Ehre. Von der ersten Minute an geht es heiß her. Die Zuschauer sind unzufrieden mit der Chancenverwertung. Die geliebte Roma spielt zwar gut, aber sie treffen das Tor einfach nicht. Dann die Erleichterung, das 1:0 für Roma. Euphorie pur. Doch die legt sich genauso schnell wieder, wie sie gekommen ist. Roma verschenkt eine Chance nach der anderen. Lazio gleicht aus und das Derby endet mit einem enttäuschenden 1:1. Lorenzo kann es nicht fassen und Dante geht es nicht besser. Ich bin trotzdem stolz, ein Roma-Fan zu sein. Noch mehr nach dem heutigen Abend. Man hat den Unterschied deutlich gesehen. Die Roma war so viel besser als Lazio. Das Einzige, was zwischen den beiden Mannschaften gleichwertig war, ist das Ergebnis. Der Wille und die Kraft der Roma war unglaublich. Heute waren sie eindeutig überlegen. Roma war besser als Lazio in diesem Spiel. Etwas mehr Konzentration und wir hätten locker 2:0 führen können. Ohne Probleme. Doch der Frust ist schnell vergessen und die Liebe zu ihrem Verein lässt die beiden Freunde wieder lachen. Um Leidenschaft geht es auch bei Dottore Vespa. In seiner Werkstatt restauriert Giuliano Janiro mit viel Liebe alte, vom Besitzer und der Zeit vergessene Roller der Marke Piaggio. Wir müssen sie sauber machen und ausprobieren, welche bei der Vespa besser passen. Probier beide. Wenn sie nicht drauf passen, nehmen wir neue. Aus alt mach neu. Nicht immer ganz so einfach, wie es sich anhört. Bei einer restaurierten Vespa sind passende Originalteile extrem wichtig. Nachgemachte Teile sind eben nachgemacht. Die sind nie wie das Original. Feierabend. Endlich Zeit für den Club Vespa nel Tempo, dessen Präsident Giuliano ist. Ein Kumpel wartet schon mit laufendem Motor. Eine kleine Spritztour ist genau das Richtige nach einem langen Arbeitstag. Eine Vespa zu fahren, das kann man nicht mit einem Scooter vergleichen. Das ist eine ganz andere Freude, eine andere Freiheit. Bei neuen Rollern läuft alles so vor sich hin. Bei der Vespa spürst du noch, wenn das Öl einspritzt. Das ist nicht einfach nur Gas geben, nach vorne schauen und lenken. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Wenn man einmal auf einer Vespa saß, will man nie wieder zurück. Beim Scooter musst du ständig Geld ausgeben, bei der Vespa passt alles. Du hast ein Ersatzrad dabei und kommst immer nach Hause. Doch aufs heimische Sofa zieht es heute keinen der drei Freunde. Sie genießen lieber die Freiheit auf dem Rücken der kleinen Wespen. Dieses für Giuliano so wertvolle Gefühl wollte er mit einem besonderen Menschen teilen. Ich dachte mir, ich schenke dem Papst eine Vespa. Dann traf ich einen Priester, den Freund einer Freundin, und der sagte zu mir, das ist eine gute Idee. Ich helfe dir, sie umzusetzen. Ich werde dich den richtigen Leuten vorstellen, mit denen du reden musst. Und so begannen wir mit diesem Projekt, und ich durfte dem Papst eine Vespa überreichen. Ich wartete darauf, seine Hand zu küssen. Stattdessen packte er meine und schüttelte sie lange. Ein wirklich sehr herzlicher Mensch.
Berufsverkehr in Rom. Fast perfekte Bedingungen für einen letzten Schlenker rund um das größte antike Amphitheater der Welt, das Kolosseum. Mein Name ist Andrea Hindrichs und ich erforsche den Bauch von Rom. Früh am Morgen trifft Andrea in einem Waldstück bei Rom auf ein kleines, gut ausgerüstetes Grüppchen. Ciao, ciao, Alfie, ciao, ciao Marco, ciao. Hey Valerio, ciao. Heute erforschen sie eine unterirdische Höhle. Diese Kave, das sind antike Grabungen. Die Römer haben eben schon in Tuffstein gegraben. Wir gucken, wie sieht es da drinnen aus. Wir vermessen das und wenn es interessant genug ist, machen wir es auch der Öffentlichkeit zugänglich. Wenn wir zuerst da reinkommen, ist es erstmal wirklich richtig Abenteuer. Oft ist die Archäologin eine der ersten, die das unerforschte Areal betritt. Die Grabungsstätten sind zwar gesichert, trotzdem kann es gefährlich sein. Schaut mal, ein Einsturz. Kommt mal und schaut euch das an. Der muss neu sein. Ach du meine Güte. Gehen wir auf die Seite. Alfonso, vedi un po'. Alfonso. Alfonso, Alfie. Mamma mia. Das letzte Mal, als ich hier war, war das noch nicht da. Mamma mia. Also hier hat es wirklich einen Einbruch gegeben. Das heißt, es ist ein Stück einfach aus diesem Höhlendach rausgebrochen. Das passiert leider immer wieder auch in antiken Grabungen. Und als wir vor 2 Monaten das letzte Mal hier waren, war das noch nicht. Aber das kann eben immer passieren. Das ist auch der Grund, warum wir grundsätzlich Helme tragen. Das wird dokumentiert auf dem Plan. Und dann müssen wir eben nachgucken, ob das extra gesichert werden muss oder ob es jetzt sozusagen weiterhin stabil ist. Den Einbruch meldet Andrea anschließend bei der zuständigen Behörde. Erst wenn die Archäologin alles genau erfasst und gesichert hat, dürfen auch Touristen in die Höhle. Alfonso, geh runter. Nimm ein Papier mit und dann können wir mit dem Ausmessen anfangen. Valerio, nimmst du den Kompass bitte? Die Sotterranei di Roma ist ein Zusammenschluss aus Archäologen, Statikern und Ingenieuren, die Roms unterirdische Schätze erfassen, damit Touristen sie besichtigen können. Wir wollen ja nachher einen Plan des Höhlensystems machen. Und dazu müssen wir die Höhlen peu à peu vermessen. Das dauert monatelang manchmal, denn das sind ja ein paar Kilometer. Für Marco Placidi, dem Gründer der Organisation, sind die Höhlen fast schon ein zweites Zuhause. Die Sotterranei di Roma wurde vor 25 Jahren gegründet. Der Hintergrund war, dass alle die Oberfläche der Stadt kennen. Aber die ist in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisbergs. Das wahre archäologische Erbe befindet sich viele Meter unter der Stadt. Auch nach 25 Jahren entdecken wir immer noch neue Dinge. Hunderte unterirdische Höhlen gibt es in Rom. Bisher ist nur ein kleiner Teil erforscht. Den passionierten Entdeckern wird die Arbeit also nicht so schnell ausgehen. Das wohl bekannteste oberirdische Bauwerk der Stadt ist das Kolosseum. Im antiken Rom kämpften hier die Gladiatoren um Ruhm und Ehre und um ihr Leben. Ave. Il mio nome è Gannicus e la mia casa è l'arena. Gannicus bringt blassen Nordlichtern bei, wie man einst im Römischen Reich kämpfte. Willkommen. Wer von euch macht das Gladiatorentraining? Sophie und ich, also beide. Jetzt werdet ihr zu Gladiatoren. Zu Beginn werden wir mit Holzschwertern kämpfen. Gladiator Gannicus heißt im richtigen Leben Mirko und liebt das Mixed Martial Arts der Antike.
Vor zwei Jahren hat mir ein Freund von der Gladiatorenschule erzählt. Ich habe eine Leidenschaft für Kampfsportarten, also habe ich an einem Probetraining teilgenommen. Es hat mir sofort sehr gut gefallen und ich bin Mitglied geworden. Für 95 Silbermünzen bringt Mirko Touristen bei, was ein echter Gladiator können muss. Verdammt heiß hier, aber mir gefallen die Bewegungen. Ich hoffe, ich kann sie gleich anwenden. Großartig, ich möchte einen echten Kampf bestreiten. Hoffentlich gewinne ich. Gegen seinen Kontrahenten vom Bergvolk der Schweizer kennt der Angelsachse keine Gnade. Sein nächster Gegner ist ein anderes Kaliber. Mit dem Gladius, dem Schwert der römischen Soldaten, stürzt sich Mirko auf Thomas. Er ist sehr talentiert. Aus ihm könnte ein guter Gladiator werden. Thomas ist ein aufmerksamer Schüler. Die Leistung war ansprechend, besonders beim Abwehren der Schläge. Zurück in Bella Roma. Wer auf Streetfood steht, ist im Trendviertel Testaccio genau richtig. Für Archäologin Andrea Hindrichs ist die Gegend aber nicht nur aus kulinarischer Sicht verlockend. Wir sind jetzt auf einem der Stadtviertelmärkte im Testaccio. Testaccio kommt von Teste und Teste, das sind die alten Scherben. Bis ins 3. Jahrhundert nach Christus war das hier sozusagen die Müllhalde von Rom. Dann ist im Laufe der Jahrhunderte ein kleiner Hügel draus geworden. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat man ein Stadtviertel draus gemacht, das 20. Rione. Und hier findet man eben all die Spezialitäten auch von Rom. Venticello. Venticello de Roma. Ciao. Guten Morgen, Marco. Wie geht's? Gut, und dir? Gut, aber ein bisschen hungrig. Sind das die ersten Artischocken? Ja, die ersten. Super, dann würde ich eine Artischocke alla Giudia nehmen und ein Suppli. Natürlich scharf. Scharf? Perfekt. Also hier sind wir an einem echten römischen Imbissstand. So, wie man dann sozusagen auch römisch isst. Suppli, das sind die klassischen Reiskroketten, gefüllt mit Tomate, Mozzarella und kurz frittiert. Es gibt sie hier aber in mehreren Varianten, also auch vegetarisch zum Beispiel. Oder sehr schön scharf gemacht mit Peperoncino. Die Grundlage der Suppli ist Tomatenreis. Daraus werden kleine Kugeln geformt. In die Mitte kommt Mozzarella. Das ist sehr traditionell. In Rom isst man Suppli seit Jahrhunderten. Es ist sehr populär, weil man es schnell und einfach im Stehen essen kann. Streetfood eben. Außerdem kann man es gut transportieren und natürlich ist es sehr lecker. In Italien und insbesondere in Rom werden die kleinen frittierten Reisbällchen auch gerne als Begleitung zur Pizza gegessen. Bis zu 500 Stück stellt Marco am Tag her. Ah, che buono, perfetto, grazie, grazie, grazie. Ah, io assaggio. Das muss ich sofort probieren. Buonissimo, es ist einfach köstlich, ganz frisch gemacht. So macht man das bei uns, wenn es einem besonders gut schmeckt. Nach der Vorspeise kommt der Hauptgang. Der Mercato Testaccio ist auch für seine Innereien berühmt. All das, was vom Vieh übrig bleibt, was man de facto nicht verkaufen konnte, ging an die armen Leute. Und das sind natürlich Innereien, also Kutteln und Därme und sonstige Innereien. Und er, der Sergio, der bietet also Besonderes an. Trippa alla Romana, das sind Kutteln, die in einer Tomatensauce angeboten werden. Ganz typisch römisch. Heute hätte ich gerne eine Portion Trippa alla Romana. Die Kutteln mischt Sergio mit Tomatensauce, Zwiebeln und Karotten. Obendrauf kommt frischer Pecorino-Käse, serviert in einem knusprigen Ciabatta. Sehr würzig,
Sehr lecker und sehr tomatig. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ob alle Wege nach Rom führen, lässt sich abschließend wohl nicht klären. Auf jeden Fall lohnt sich jeder einzelne von ihnen.